Der Fotograf macht das Foto und nicht die Kamera. Diesen Satz hört man immer und immer wieder. Und grundsätzlich muss ich sagen, stimme ich auch zu, denn die Ausrüstung, die man einsetzt, ist eigentlich nur ein Werkzeug. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und ich denke, alles andere wäre einfach nur verlogen, dass sich mit dem richtigen Werkzeug es einfach einfacher und auch angenehmer arbeiten lässt. Und es gibt gewisse, vielleicht spezielle Situationen, sei es Lichtsituationen und so weiter, in denen man mit dem falschen Werkzeug einfach nicht zum gewünschten Ergebnis kommt. Und falsch bedeutet hier nicht unbedingt einfach, man hat nicht die beste Kamera oder nicht die teuerste Kamera, nicht das teuerste, lichtstärkste Objektiv, sondern einfach für diese Situation nicht passend. Dieses Video richtet sich primär an Einsteiger und etwas fortgeschrittene Fotografen, die sich ein Equipment-Upgrade, eine neue Kamera, ein neues Objektiv kaufen möchten. Und ich möchte dabei mit euch teilen, auf was ich dabei achten würde, welche Eigenschaften von der Kamera und Objektiv für euren Typ vielleicht passen und am Schluss euch auch direkt eine Kaufempfehlung geben für eine eher Einstiegausrüstung, sage ich einmal, so für 1500 oder 2000 Franken bzw. Euro. Viel Spaß beim Zuschauen! Ich denke, den ersten wichtigen Punkt, den ihr euch stellen möchtet, ist, was möchte ich überhaupt fotografieren? Denn das Motiv entscheidet, wie gesagt, welches Werkzeug ihr nachher einsetzen werdet. Ich möchte hier mal ein paar Szenarien erwähnen und durchspielen. Wenn ihr extrem auf Flugfotos steht und Vögel im Flug oder allgemein in Action, vielleicht Birkhähne beim Kampf oder weiß nicht was fotografieren möchtet, dann braucht ihr viele, viele Bilder. Denn die Vögel bewegen sich so schnell, ihr möchtet verschiedene Flügelpositionen festhalten, denn vielleicht sind einige nicht gewünscht. Einmal könnte die Nickhaut vom Auge geschlossen sein beim Vogel, einmal passt dies nicht, einmal das nicht, einmal der Hintergrund. Deshalb würde es sich hier lohnen, in eine Kamera zu investieren, die auf der einen Seite ein schnelles Serienbild hat, auf der anderen Seite einen guten Autofokus und drittens aber auch einen Pufferspeicher, der groß genug ist. Das heißt, wenn die Kamera, sagen wir, 12 Bilder pro Sekunde macht, aber nur einen Pufferspeicher von 24 Bildern im RAW hat, dann bedeutet dies, nach 2 Sekunden kommt die Kamera ins Stocken und wird langsamer, macht vielleicht nur noch 2 oder 3 Bilder pro Sekunde. Und glaubt mir, 2 Sekunden Dauerfeuer, wenn ihr einmal eine Kampfszene habt, ich habe die von kämpfenden Türkentauben, dann bei Flussseeschwalben, die im Flug waren oder gefischt haben, da schießt man gerne einmal mehr als 2 Sekunden am Stück durch und die Kamera braucht ja nachher auch immer etwas Zeit, um diese Fotos wieder auf die Speicherkarte zu übertragen. Das heißt, für solche Situationen würde ich mir diese 3 Punkte besonders anschauen. Ein weiteres Szenario, das viele Tier- und Naturfotografen sicher auch haben, ist, dass man schon vor Sonnenaufgang, nach Sonnenuntergang unterwegs ist und deshalb mit relativ wenig Licht arbeiten muss. Natürlich kann man hier mal die Verschlusszeit etwas verlängern, um mehr Licht auf den Sensor kommen zu lassen, aber irgendwo ist hier auch Schluss, denn man kann nicht alles aus der Hand halten, selbst wenn man ein Stativ dabei hat, das Tier kann sich noch bewegen, es kann winden und so weiter. Das heißt, hier lohnt es sich vielleicht, etwas mehr Geld auszugeben für eine Kamera, die einen Sensor hat, der auch mit wenig Licht immer noch ein gutes Signal zu Rauschverhältnis hat. Das sind dann typischerweise eher die Vollformatkameras, muss man sagen. Und eine Optik investieren, ein Objektiv, das eine gute Lichtstärke hat. Das heißt, eine möglichst große Offenblende, um auch hier wieder viel Licht auf den Sensor einzufangen. Und für mich ist das häufig der Fall, wenn ich zum Beispiel Gämsen fotografiere oder Steinböcke. Manchmal auch gewisse Vögel wie der Nachtreiher, die sich häufig erst um den Sonnenuntergang oder sogar noch später blicken lassen, außer man hat so eine völlig bekloppte Kolonie wie in Valencia. Und für diese sind dann diese Fähigkeiten von der Kamera und vom Objektiv wichtiger.
Wieder andere von euch interessiert es vielleicht eher, die etwas selteneren oder scheueren Arten zu fotografieren. Und dafür ist natürlich, sind die großen Objektive mit viel Brennweite sehr nützlich, wobei übrigens das kleine Objektiv da hinten mehr Brennweite hat, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Und diese in Kombination mit einem vielleicht APS-C-Sensor oder allgemeinem Sensor mit einer hohen Pixeldichte kann euch einen gewissen Vorteil bringen, auch wenn man hier natürlich irgendwann auch wieder an Anschlag kommt. Und wenn ihr eher mobil sein möchtet und diesen scheuen Tieren euch an diese ranpirschen möchtet und nicht ansitzen, dann sollte das Ganze natürlich auch nicht allzu schwer sein. Ein gutes Anwendungsbeispiel, das mir da so in den Kopf kommt, ist einfach, das mache ich auch manchmal gerne von selteneren Arten, man möchte mal ein Belegfoto haben. Oder vielleicht seid ihr eher Ornithologen und habt Freude an den Fotos, die ihr machen könnt von den Tieren, aber ein perfekt aufgelöster Hintergrund oder dass die Bilder rauschfrei sind, dass ihr sie im Gegenlicht bei Sonnenuntergang fotografiert, ist euch gar nicht so wichtig. Ihr habt andere Prioritäten. Dann, wie gesagt, habt ihr ganz andere Ansprüche wie derjenige, der bei Sonnenuntergang die Gämse so fotografieren möchte, dass man im Fell noch die einzelnen Konturen sieht. Und als letztes Beispiel, das ich hier noch kurz bringen möchte, wäre die Ansitzfotografie. Also wenn ihr zum Beispiel im Garten eine Winterfütterung aufstellt, wo eben die Vögel angefüttert werden, ihr hockt in einem Versteck, es kann auch ein mobiles Versteck sein, ein Tarnzelt oder weiß nicht was, und ihr wartet relativ lange, ohne euch zu bewegen, auf die Tiere. Hier habt ihr häufig dann nicht so Action-Szenen, das heißt, ihr braucht nicht eure 10 Bilder pro Sekunde. Die Tiere sind nicht so scheu, das heißt, ihr braucht nicht unglaublich viel Brennweite. Das heißt, vom Equipment her ist das etwas, wie soll ich sagen, angenehmer, einfacher. Stellt nicht ganz so hohe Ansprüche, aber es kommt dann andere Sachen dazu. Zum Beispiel, wenn ihr da 2 Stunden hockt, dann wollt ihr wahrscheinlich die Kamera nicht 2 Stunden so in der Hand halten. Das heißt, hier würde es sich dann lohnen, über ein Stativ nachzudenken oder halt etwas mehr Geld investieren, um sich ein Tarnnetz noch zu kaufen oder so einen Poncho, den ihr euch überziehen könnt für noch bessere Tarnung. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich denke, solltet ihr euch überlegen, bevor ihr eine neue Kamera kauft, ist, was ihr mit diesen Fotos überhaupt machen wollt. Möchtet ihr ein Fotobuch, Fotoalbum drucken, um es der Familie zu zeigen? Möchtet ihr sie bei euch oben an die Wand hängen? Möchtet ihr sie vielleicht verkaufen? Oder geht es eigentlich nur darum, dass ihr sie auf Instagram und Facebook postet? Denn all diese verschiedenen Anwendungsszenarien verlangen eine unterschiedliche Qualität der Fotos, eine technische Qualität. Wenn ihr ein Foto nur auf Instagram oder Facebook posten möchtet, dann braucht ihr nicht 40 Megapixel, ihr braucht nicht einmal 20 Megapixel. Die Bilder werden sowieso extrem komprimiert. Wenn ihr hingegen sagt, ihr macht häufig noch Ausschnitte, druckt auf 2 Meter Breite, dann kommen so Faktoren wie beste Bildqualität mit ausreichend Megapixel auf einmal ins Spiel. Soweit die Theorie. Ihr wüsstet jetzt, was ihr ungefähr euch kaufen würden wollt. Und wenn ihr da mal schaut, was gibt es da für meine Anforderungen, dann kommt meistens sehr schnell 2 Probleme. Problem Nummer 1, das Budget. Ihr habt ein beschränktes Budget, überlegt euch am besten vorher schon, was möchtet ihr ausgeben. Und der Punkt 2, wie viel Gewicht oder möchtet ihr wirklich rumschleppen? Auch hier, wenn ihr Ansitzfotografie macht, ist das vielleicht kein Thema. Wenn ihr hingegen viel Bergwanderungen macht, werdet ihr unter Umständen an so einem 600mm Objektiv gar nicht so viel Freude haben. Es kommt darauf an, ich verfluche es auch manchmal, wenn ich mit dem 1000 Höhenmeter mache und natürlich noch mit Zelt und 3 anderen Objektiven. Und hier würde ich mir gut überlegen, was möchtet ihr rumschleppen und was eben nicht. Ich habe gerade gesagt, auf wie viele verschiedene Punkte es ankommt, welche Kamera jetzt in dem Sinn perfekt für euch passt. Und deshalb kann ich euch auch nicht pauschal einfach eine Kamera für die Vogelfotografie vorschlagen oder empfehlen. Ich habe euch das vorher aber versprochen. Und meine Empfehlung richtet sich jetzt eher an diejenigen von euch, die einsteigen.
vielleicht jetzt etwas überfordert sind mit den Überlegungen, die ich mit euch geteilt habe. Und in dem Sinn einfach nach einer guten Allround-Einsteiger-Kamera-Objektiv-Kombination suchen. Und hier dachte ich mir, gut, was ist realistisch am Budget? Das kommt wieder natürlich auf euch drauf an. Aber ich habe mir jetzt als Einsteigerbudget etwas für 1500 Franken, 1500 Euro für Objektiv und Kamera zusammen rausgesucht. Und bei diesen Kaufempfehlungen, wie ich sie jetzt genannt habe, sollte ich anmerken, das wäre das, was ich mir jetzt kaufen würde, wenn ich einsteigen würde mit diesem Budget. Es ist nicht so, dass ich jetzt diese Ausrüstung selber besitze oder geschweige denn damit unglaublich viele Erfahrungen machen konnte. Nur das, was ich basierend auf meinem Wissen mir kaufen würde, das möchte ich klar sagen. Und bei der Kamera würde ich mir wahrscheinlich eine Canon 850D holen. Das ist eine APS-C-Kamera. Dadurch habt ihr diesen kleinen Ausschnitt schon auf dem Sensor, das heißt etwas mehr Reichweite, wenn man dem so sagen kann. Das ist aber nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass die APS-C-Kameras mit dem gleichen Feature-Set viel, viel günstiger sind als Vollformat-Kameras und daher für den Einstieg für mich einfach, für Tierfotografen vor allem, irgendwie die logische Wahl sind. Etwas konkreter jetzt zur Canon 850D. Sie hat einen 24-Megapixel-Sensor. 24 Megapixel sind auf APS-C mehr als genug, meiner Meinung nach. Sie ist mit 7 Bildern pro Sekunde auch durchaus flott unterwegs, hat 45 Autofokuspunkte. Sie kann auch in 4K filmen, falls das auch ein Thema sein sollte. Und sie hat einen relativ großen Puffer, das heißt, ich glaube, er ist angegeben mit 40 Bildern, die die Kamera am Stück machen kann, in RAW, voller Auflösung, bevor sie langsamer wird. Und sie wiegt ein halbes Kilo, also relativ leicht. Es ist auch ein eher kleines Gehäuse und diese erhaltet ihr bereits für 700 Franken oder 750 Euro ungefähr in Deutschland. Es tut mir leid an alle deutschen Zuschauer, Kameras und Objektive sind in der Schweiz in der Regel einfach deutlich günstiger als in Deutschland. Wichtiger als die Kamera ist häufig das Objektiv, das ihr vorne dran schraubt. Und hier würde ich Einsteigern unbedingt zu Zoom-Objektiven empfehlen. Man ist flexibler, man hat einen größeren Bereich, den man abdecken kann. Zoom-Objektive können halt auch helfen, das Motiv einmal finden und nachher reinzoomen, anstatt bei einer Festbrennweite, wo man schon etwas geübt sein muss, um das Motiv direkt im Sucher zu finden, also die Kamera richtig auszurichten. Und hier gäbe es, wenn man beim Budget von 1500 Franken bleiben möchte, zum Beispiel von Sigma das 100 bis 400 mm Blende 5 bis 6.3 Contemporary mit eingebautem Bildstabilisator. Das ist meiner Meinung nach bei Teleobjektiven sehr wichtig, denn das erlaubt es halt auch, diese Freihand einzusetzen. Und ich bin im Allgemeinen kein großer Stativfan, also auch mein, großes 600 mm setze ich 90 bis 95% der Fälle ohne Stativ ein. Zurück zum Sigma, dieses kriegt ihr bereits für 800 Franken oder ungefähr 800 Euro, ist mit etwas mehr als 1,1 Kilo immer noch relativ leicht für ein Teleobjektiv. Und ja, ihr habt dann für 1500 Franken Euro eine Kombination, die ungefähr 1,6, 1,7 Kilo schwer ist. Und ich denke, mit dieser lassen sich durchaus brauchbare Aufnahmen machen. Als ich angefangen habe, hatte ich relativ lange eine Sony Alpha 580 mit einem 150 bis 500 mm Objektiv von Sigma. Das war deutlich schlechter als jetzt das 100 bis 400, das ich gerade vorgeschlagen habe. Die Kamera war deutlich schlechter als diejenige, die ich vorgeschlagen habe. Und ihr seht trotzdem, dass ich da einige Bilder machen konnte, mit denen ich zu dem Zeitpunkt wirklich zufrieden war. Und zum Ausprobieren, zum einmal herumlaufen, seinen eigenen Stil finden, ist so eine kompaktere Ausrüstung einfach viel besser als ein super Teleobjektiv, das dann in dem Sinn schon fast limitierend sein kann, möchte ich einmal sagen. Falls ihr etwas mehr Geld in die Hand nehmen möchtet oder vielleicht diese Ausrüstung schon habt, gäbe es natürlich die Möglichkeit, zu einem etwas teureren Body zu greifen, der Canon 90D. Die ist eine Klasse höher als die 850D, das heißt, sie ist größer. Sie hat einen größeren Sucher,
Sie ist solide verbaut, also auch etwas gegen Wettereinflüsse, gegen Regen und auch Sand zumindest etwas abgedichtet. Sie kommt mit einem noch höher auflösenden Sensor, ist jetzt, finde ich, nicht so wichtig. Sie ist noch einmal schneller mit 10 Bildern pro Sekunde und so weiter. Kostet dann ungefähr 300 Franken mehr, also man ist bei 1000 Franken oder 1200 Euro war der günstigste Preis, den ich in Deutschland gefunden habe. Ja, hat mich etwas überrascht und sie wiegt dann auch 700 Gramm anstatt den 515 von der 850D. Das ist eben dem größeren Body geschuldet. Und wenn ihr jetzt beim Objektiv eine Klasse höher gehen möchtet oder sagen wir eine Klasse länger, denn seien wir ehrlich, in der Tierfotografie braucht man fast immer mehr Brennweite, dann gäbe es da das 150 bis 600 mm von Sigma. Es gibt auch eins von Tamron. Ich hätte jetzt hier einmal das Sigma vorgeschlagen, da ich einfach mit Sigma-Objektiven mehr Erfahrung habe. Dieses ist, das möchte ich gleich sagen, deutlich schwerer. Ihr seid schon bei 1,9 Kilo, verglichen mit den ungefähr 1,1 vom 100 bis 400er. Ihr kriegt dafür aber auch deutlich mehr Brennweite, statt 100 bis 400 mm, 150 bis 600. Gerade bei etwas scheueren oder kleineren Vögeln kann das einen deutlichen Unterschied machen. Und das 150 bis 600 mm Contemporary, es gibt noch eine Sportversion, die ist noch etwas teurer und schwerer, aber die Contemporary kriegt man für ungefähr 950 Franken oder 900 Euro. Und das heißt, mit diesem besseren Body und besseren Objektiv käme man auf knapp 2000 Franken oder eben 2100 Euro. Und insgesamt würde man mit dieser Kombination 2,6 Kilo mitschleppen. Ihr könnt natürlich auch die beiden kombinieren, wenn ihr lieber einen etwas größeren Body in der Hand habt, könnt ihr zu 90D greifen mit einem kleineren Objektiv oder umgekehrt. Tendenziell würde ich jeweils eher mehr Geld fürs Objektiv als für den Body ausgeben. Die Objektive werdet ihr länger behalten und sie haben unter dem Strich doch den größeren Einfluss auf die Fotos, die ihr macht. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habt ihr jetzt mit diesem Standardpaket kein Zubehör dabei. Ich fotografiere, wie gesagt, auch relativ wenig mit Stativ und ich finde, viel Zubehör könnt ihr dann nachher kaufen und ist so abhängig von dem, was ihr macht, ob ihr jetzt einen Bohnensack braucht, eben doch vielleicht ein Stativ oder was auch immer. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Speicherkarte. Beide Kameras nehmen SD-Karten und hier würde ich euch empfehlen, nehmt eine, die nicht zu langsam ist. Denn ansonsten, gerade wenn ihr Serienbilder macht, habt ihr das Problem, dass die Kamera schnell langsamer wird. Und ich habe jetzt einmal eine verlinkt, die ich empfehlen würde. Übrigens, all das Equipment, das verlinkt ist, das sind Affiliate-Links. Das bedeutet, wenn ihr diese kauft, zahlt ihr nicht mehr, aber ich erhalte eine kleine Provision. Das heißt, es würde mich natürlich freuen, falls ihr sowieso euch für dieses Equipment interessiert, wenn ihr es über diesen Link bestellen würdet. Vielleicht noch einige kurze Anmerkungen zum Schluss. Erstens, wenn ihr Geld sparen möchtet, ist natürlich auch der Gebrauchtkauf immer eine Option. Das habe ich schon mehrmals gemacht. Mein großes Objektiv hier, das 600er, habe ich gebraucht gekauft und habe ungefähr die Hälfte vom Neupreis gezahlt. Das war in einem Top-Zustand. Das kann sich auf jeden Fall lohnen. Eine gesunde Prise an Vorsicht sollte man natürlich mitbringen. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich hier jetzt nur Canon-Kameras vorgeschlagen, einfach weil ich mit denen am besten vertraut bin, wollte ich das Ganze möglichst einfach machen. Dann habe ich Spiegelreflexkameras vorgeschlagen. Wieso keine spiegellosen? Nun, wie gesagt, ich wollte beim APS-C Sensorgröße bleiben für Einsteiger und die gibt es bei Canon nicht mit dem RF-Mount. Also da gibt es nur Vollformat-Kameras momentan und ja, daher würde ich als Einsteiger nach wie vor einen Spiegelreflex kaufen, zumindest bei Canon. Ihr könnt die Objektive nachher problemlos via Adapter an eine zukünftige EOS R, weiß nicht was, anschließen. Praktisch, also ohne Einbußen. Ich mache das auch mit meinem großen 600mm, absolut kein Problem. Ja, das vielleicht nur als Erklärung. Ja, also hier habe ich jetzt eine recht grundlegende Allround-Einsteiger-Kamera-Kaufempfehlung gegeben. Oder zwei, wenn man es genau nimmt. Und mich würde interessieren, ob ihr Interesse hättet an mehreren Videos oder mehreren Vorschlägen in einem Video,
die etwas spezialisierter werden, wo ich vielleicht einmal sagen würde, gut, wenn ich jetzt wirklich viel Vögel im Flug fotografiere und ich habe ein größeres Budget, möchte ich anmerken, was würde ich mir dann kaufen, wenn ich Ansitzfotografie mache oder ich fotografiere hauptsächlich Säugetiere in Dämmerung, zu was würde ich tendieren mit verschiedenen Budgetoptionen vielleicht? Wäre das etwas? Falls ja, lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Und da wir gerade bei Kommentaren sind, wenn ihr noch Fragen habt, zu Equipment, also Kamera, Objektiv, was auch immer, oder eure Meinung oder Erfahrungen mit einer gewissen Kamera-Objektiv-Kombination mit anderen teilen möchtet und zu anderen weiterhelfen möchtet, schreibt es doch bitte auch in die Kommentare. Ich denke, andere könnten da sehr froh darüber sein. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich einmal von euch und wünsche euch viel Spaß beim Shoppen oder Fotografieren. Ciao!